So Leute, wir reagieren jetzt auf Seven Girls Blind Dating mit Cody. Voilà, Cody, auch ein sehr lustiger Creator. Ja. Du kennst ja auch Cody. Cody würde ich selber daten. Und ein sehr, sehr starker Supporter, was auch Icon angeht, ehrlich. Ja, der hört die Lieder auch sehr gerne. An der Stelle schöne Grüße, Bruder. Mal gucken, was du gesagt hast. Wir wissen ja alle, was für einen Fetisch du hast. Ja, so, komm, wir starten mal. Wir gucken mal, was Cody gemacht hat. Ich bin gespannt. Rein geht's. Go. 3, 2, 1. Was ist dein erster Gedanke? Keine offenen Schuhe leider, außer eine, so halb stark. Aber ich kann keine Zehennägel sehen, das ist ein bisschen schade. Sie zeigt die. Okay. Smash, auf jeden Fall. Aber weil roter Fuß! Eine professionelle Meinung nochmal. Das ist dein Wingman. Das war ein toter Fuß, ja? Rot! Ah, nee. Was sind das für Knöchel, Bruder? Bruder, das ist ein Kunstrasenfuß, Bruder. Was für Kunstrasen? Bruder, Ascheplatz, ist Bruder. Ascheplatz, Bruder. Rechtsverteidiger. Das ist ein Adam! Diese Copa del Rey, Bruder. Blutgrätsche. Meinst du auf 43er Größe oder was? Ja, Bruder. Ich kann nicht. Diese mit 58 Space, 86 Physical, Bruder. Was ist das für eine SBC-Butterkarte, Bruder? Bronzekarte. Ich bin hypnotisiert gerade, ich gucke sie nicht. Das ist ein Adam. Das ist ein Adamfuß! Ich guck nicht, ich will nicht gucken, aber sag mir, ist das so ein richtiger Ascheplatzfuß? Ja, Bruder. Hat der Schienbeinschoner an gerade? Ausschauen, ausgezogen. Du riechst schon diese Dinger, diese Schweiß. Oh, ja. Aber diese Schweiß manchmal gut. Aber bei Füßen brauchst du eine professionelle Meinung nochmal. Hier, deswegen. Das ist dein Wingman. Das ist dein Wingman. Wartet, okay. Also, wer bist du? Ich bin Jem. Hi. Ich bin die professionelle Meinung hier. Auch nicht schlecht. Dürfen wir die anfassen oder ist das zu vieles gut? Boah. Ja, aber Tasting muss man schon, oder? Er fasst sie direkt an. Boah, Alter. Und? Ja, doch, nice. Ja? Gut. Safe. Also, bisschen groß, aber French ist auf jeden Fall sexy, deswegen, Digga. Kennt sich voll aus. Ist so fies so ein Ding für dich? Ja. Für dich? Ja, je größer der Fuß, desto größer die Zehen. Welche Schuhe findest du direkt am Anfang am besten? Nummer 2, die sind sehr nice. Ja. Feier ich. Nummer 2, was hast du für eine Schuhgröße? 38,5. Eine normale Größe. Stark. Kann man machen. Ey, guck mal, das ist nur eine normale Frage. Die kannst du eigentlich auch beantworten. Ich beantworte alles. Frag, was du willst. Welchen Style findest du da am besten? Von Style her? So. Style kannst du ja bewerten, Bruder. Das ist ja okay. Das ist eine legitime Frage. 1 und 2. 1 und 2. Was sagst du, Biggie? Keins von denen, ja. Das sind doch nur Schuhe, Bruder. Ich finde auch. Bruder. Ich muss auch sagen, ich finde bei allen tot. Leider. Walla? Ja. Der 2 ist ein richtiger Emre-Schuh. Ja. Warum Emre? Diese Jordan ist ein richtiger Emre-Schuh. Richtig. Was? Warum? Das ist genau dein Stil. Das ist dein Schuh, genau, Bruder. Ich glaube, du stehst dahinter. Aber nur weil du mit Jordan gekommen bist? Bruder, das sieht aus wie dein Schuh, Bruder. Hätte echt dein Schuh sein können. Entweder die 2 bist du oder die 3. Drei? Hätte doch sein können, dass es dein Fuß ist. Was sind das für Schuhe hier? Air Force. Air Force? Tote Air Force. Findest du? Ja, das ist ein toter Air Force. Ich finde dieses Style am besten von diesen allen. Was? Ja, so. Nein. Doch. Einfach Air Force, normale Air Force so. Ja. Ist zwar Standard, aber Air Force muss immer richtig hellweiß sein. Ja. Ja. Muss schon so auf. Na, aber ich mag, dass ich diese Skinny-Hose, das so diese, ich bin noch jung und so, ich ziehe einfach an, was ich in die Hände bekomme. Nein. Das ist kein guter Style. Ja, ich bleib bei 1 und 2. Aber nur von Schuhen. Ich finde alle tot. Stehst du eher so auf Sneaker oder auf Stiefel? Ich finde beides nice. Ich mache da gar keinen Unterschied, sag ich ehrlich. Und nackte Füße findest du auch gut? Auch sehr, sehr cool. Ja. Fußfetisch ein Ding bei euch? Ja, ich würde jetzt nicht Fetisch sagen, aber ist schon wichtig. Ist schon wichtig? Ja, hey, also voll viele Frauen achten ja auf Hände zum Beispiel, weißt du? Ja. Also für mich sagt das aus, ob die Frau einen Wert auf ihre Hygiene und so legt. Hast du ein Mitspracherecht bei seinen Girls? Ach, safe. Ja. Ich helfe. Ich bin nur für den Support hier. Süß. Okay. Hast du eine erste Frage? Mal kurz weg von den Füßen so. Was hört ihr für Musik? Das würde ich gerne wissen. Oh. Und dann eure Top 3 Künstler. Das ist mir sehr wichtig. Mach mal Pause. Kommt immer. Was würden wir antworten aber? Bei was? Bei der Frage? Ja, du mal Musik. Top 3 Künstler Top Deutschland, 3. Nicht weltweit. Deutschland? Ja. Was hörst aber du? Aber die sagen jetzt auch weltweit. Nein. Ja. Wir sagen Deutschland. Nein, was hörst du? Einfach allgemein sagen. Alltime? Okay. Sagen wir jetzt allgemein oder was wir hören? Allgemein. Wenn uns jetzt jemand fragen würde, was hörst du für Musik, was würdest du antworten? Scheiß auf Deutschland oder so. Viel Französisch, ja, so. So. Eigentlich. Ja. Voilà. Viel Französisch, Jules und so. Ja. Ist mein Fall auf jeden Fall. Und noch einer? Soul King auf jeden Fall. Soul King, Jules, okay. Und von Deutschrap? Nein, genau, ist egal. Oh, von Deutschrap, Mann, Billa, ich weiß nicht, Bruder, aber Icon hat wirklich alles auseinandergenommen, Bruder. Muss ich leider sagen, Bruder, da pumpe ich meine Lieder selber. Mit gutem Recht, Bruder. So, weißt du? Ja. Aber, schwer, Bruder. So international auf jeden Fall. Französisch so, auch Albanisch. Mhm. Ne? Don Johnny zum Beispiel und so. Aber halt schwer. Was würdest du sagen?
Guck mal, Walla jetzt aktuell ohne Geschleime ist sehr viel eigen gewesen. Lass ich mal kurz den gehen. Letzte Favorisierte von Spotify. Ah, ist auch wichtig, ja. Ja, das ist eigentlich, das sagst du. Guck mal, das letzte Lied, was ich gehört habe, ist à la carte. Okay. Hier, die letzten Lieder, Team Summer von Song. Okay, Dings. Okay, letzte habe ich Generation. Generation. Siehst du? Oh, X-Wave habe ich sehr viel in letzter Zeit gehört. Ja. Sehr viel. Sonst hier Asche und wieder Dings so. Hier, okay. Maybe. Okay, ja. Aber was ich sagen würde ist, guck mal, ich hätte natürlich jetzt eigen gesagt. Mhm. Aktuell, einfach weil es aktuell ist. Französisch sehr viel. Ich liebe französische Musik, so SCH und so. Ich bin auf diese Ghetto-Musik, ja. Mais und so. Ja, auf komplett. Mhm. Und auf was bin ich sonst, Bruder? Eigentlich sonst nur noch die Lieder von meinen Jungs, Bruder, so Sniper und so, weil ich ja nur das. Ja, ja, ja. Bruder, selber als Musikant ist es schwer. Bei mir ist Icon, ich würde sagen Reezy so. Ja. Reezy höre ich sehr viel. Welches Lied ist so krass für den? Diese 14 Passengers, ne? Bestimmt, ne? Für welche? 14 Passengers. Bruder, warum macht der Wie heißt das denn aber? Das ja, aber der hat da so süß ausgesprochen. Ja, 14 Passengers. So, jetzt weiß ich, was du meinst. Siehst du, wenn du darauf achtest, Bruder. 14 Passengers, Bruder. 14 Passengers, Bruder. Ja, Bruder. Bravo. Was sagst du denn, Bruder? Ja, was mit dir? So, auf Ibrahim Tatlıses so? Ja, ich hätte auch gesagt, Ibrahim Tatlıses. Damar. Magst du türkische Damar-Musik? Bruder, eigentlich nein, nicht, nein. Ich sag dir ehrlich. Du? Kommt auf Situation. Es kommt auf den Modus an, ne? Ja. Ich schwör auf alles. Manchmal ist schon Gillette-Modus. Ja, voilà. So. Voilà, ich würde sagen, Hood Black höre ich sehr, sehr gerne. Oh, stark. Bobby Van Damme auch gerne. Stark. Aber das zähle ich zu Icon noch. Ja, ja, okay, sagen wir Icon. Ja. Ja, und momentan Modat sehr gerne, ja? Ja, okay, so. Fühle ich auch. Mal drauf an, wenn ich feiern gehe, dann höre ich eher so Techno-Musik, weil es halt chilligere Leute sind. Und du hast gesagt eins bei mir. Apache ist ganz oben dabei. Ja, ist auch ganz klar, ne? Deutschrap ist der Apache ist erst da. Deutsche Schlagermusik. Eher, nein. Okay, hau. Nein, nein. Sorry. Ja, eher so in die Rap-Hip-Hop-Richtung auf jeden Fall. Okay, Top 3 Künstler. Apache hast du gesagt? Iliva ist auch dabei. Ja, auch natürlich der erfolgreichste in Deutschland. Okay. Also Mainstream, ganz normal. Okay, ja, Radio einfach. Was sind deine Top 3 Künstler? Also ich höre mehr so R&B oder Ami-Rap und meine Top 3 Künstler. Auf jeden Guck Fall mal, was sie sagt. G, A Boogie with the Hoodie und 21 Savage. Ja, krass, so, R&B auf jeden Fall. Bei R&B halt so SZA oder Bryson Tiller. Also. Stark, okay. Kandidatin Nummer 3, wie sieht's bei dir aus? Der hat bestimmt gar keine glaubst Ahnung. Du mir, ich kenne keinen von denen. Wallah? Doch, 21 Savage. Ja, aber sonst keinen. Prison Thriller kennst du nicht? Ja, Prison Thriller? Du hast das ist auch, das ist deine Welt, ne? Du hast aus dem Prison Break Das ist deine Welt, ne, Emre? Ja, ich höre, also... Das ist ja auch sein Schuh! Ich guck das immer noch hin! Ja! Genau, die sagt das dann auch noch, hart. Ja, was mit Musik? Ich liebe so Rihanna und EDM-Musik. Boah, Rihanna tot. Was ist EDM? Auch Rave-mäßig. Das ist so diese. Aber Rihanna tot. Diese Berghain doch. Deswegen hat die auch diese Füße, Bruder. Knöchel stehen schon außen, Bruder. Füße machen nicht mehr mit. Orthopädie hat gesagt, Dingens, Rückzug. Was? Du hast den Fuß zum. Bruder, der Fuß hängt so, Bruder. Das ist Fuß, aber. Was? Walla, ja. Rihanna einfach verschwunden, Bruder. Rihanna tot. Sind schwanger? Bruder, ihr letztes Song, Walla Habila ungelogen, ist einfach, was ich in meinem Kopf hab. Shine right, kacke deine. No! Ich schwöre auf alles. Hat die aber danach noch Musik gemacht? Ja, klar. Ja, so Bruder, die hat, und soweit ich weiß, hat der Bayo gestern gesagt, 7 Jahre angekündigt, ne, dass er ein Album... Ja, die hat Promo gemacht. Wird. Aber 7 Jahre lang. Tote Promo, Alter. Denkst du, das wird platzen jetzt? Ja, Probe. Bruder, 7 Jahre Probe. Wenn nicht, Bruder, was ist das? When do you know, don't can have you when you don't stream smith? Come in Icon. Come, Rihanna, come to Icon 6 and then you have good stream sites. Ja, Bruder. Die macht 7 Jahre Promo. Was denkt die, Michael Jackson oder was? Was ist denn aber die, Bruder? Ja, sie hat uns Newcomer gemacht. Anna? Nein, EDM. EDM ist so wie bei White Club Dome. Warte, ist das nicht so auch techno-mäßig, Haus, so in die Haus Richtung? In die Richtung, so entspannt, Sommer-Vibes. Mhm. Aber mit Stimmen, ne? Auch so richtig entspannt. Ja, genau. Ja. Auch. Zwei Nasen. Kandidaten nur hier, wie sieht es bei dir aus? Schön schlafen dabei. Also einmal auf jeden Fall Reezy. Stark, Reezy einfach. Einfach Reezy. Reezy. Dann Luciano, Shirin und Faroon. Also ich bin so ein bisschen auf Trap. Ja. Okay, ein bisschen meine Schiene halt. Das geht halt, gar nicht, ne? Was denn? Das da. Schon so eine Bob der Baumeisterhose, ne? Und dann noch diese dreckige Schuhe oder Nein, Bruder, sag dir ehrlich, Bruder, ich weiß nicht warum, ne? Alles schön und gut, jeder soll sich bekleiden, wie man will.
Aber breite Hose bei Mädels ist nicht so mein Hand drauf Fall, an. Bruder. Geht, Hand drauf an. Wenn du Cargo, nice wenn du Cargo aus, mit Jordans oder so. Diese okay, oder Bruder. Diese ist sieht schon aus wie mein Cargo und so. Obenrum ein bisschen enger, Bruder. Da unten ein bisschen breiter, das ist okay. Das ist auf diese Silber Bruder. Stiefel, Eisenstiefel, ne? Das ist auf Minecraft Steve Block, Bruder. Das ist ja aus wie dieser Skin, Bruder. Bruder, ich finde schon eine, also meine zukünftige, sag ich jetzt, oder eine Perle, die ich kennenlernen würde, so, ne? Hm. Sollte schon etwas engeres tragen. Ja, auf Classy willst das du. Das ist so mein Fall. Ja, ich finde aber auch so auf diese Dinge eigentlich auch cool. Aber dir, Bruder, total Charme, Bruder. Behindertenausweis, Bruder. Handicap. Oha, ihr habt ihre Hose gefickt, Bruder. Handicap. Ihr habt den Hose reingeschissen, ihr habt die Hose zerrissen. Die zieht die Hose an. Nur Deutschrap oder auch Englisch? Ja, beides. Kandidatin Nummer 5. Bei mir sehr ähnlich. Also ich bin komplett auch im Deutschrap-Bereich. Eher so Newcomer. Ich weiß nicht, ob Icon euch was sagt. Was geht ab, Junge? Lakritz, ich liebe Lakritz. Lakritz schmeckt... nein, ich distanziere mich wieder. Aber Lakritz ist gut. Sie hat gewonnen. Sie hat gewonnen. Sie hat gewonnen. Hä? Safe, sie hat gewonnen. Hat gerade Icon gesagt? Ja. Stell dir mal vor, du chillst mit deinem Auto. Auf einmal die ballert so ein Double Time von Bayor, was willst du machen? Oder diese Return von San Andreas. Return von San Andreas Finale. Ballert so ein Return. Bruder und exklusiv, exklusiv, die ballert durch. Das ist so neu, ja. Schau mal, du rappst mal Mowgli, so Stimme 1 zu 1 nach. Monka Park geht in mein Batimo und so. Die geht so richtig durch. Einfach Icon. Jetzt auch im deutschen Bereich eher so Newcomer. Ich weiß nicht, ob Icon euch was sagt. Ja, ja, safe. Also da auf jeden Fall. Platz 1 ist Hood Black, Bobby Van Damme, aber auch Englisch, Eminem. Ja. Stark. Guter Geschmack. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist die Nummer 1. Mit Eminem meint die Infinite. Findy. Die Nummer 2. Hört man schon genug? Nummer 3. Oh! Tot! Okay, Villa Jones. Nummer 4, Shirin David. Tot! Egal, sind drei Frauen und Nummer 6 überzeugt. Und Kandidat Nummer 7? Bei mir ist Nummer 1 Playboy Cardi, Nummer 2 Nemo, Nummer 3 Jazik und Nummer 4 auch Shirin David. Dein Wingman ist überzeugt. Der feiert halt mehr Playboy Cardi, so den Shit. Basierend auf diesen Antworten, auf diesen Schuhen müsst ihr jetzt, also zusammen wahrscheinlich. Digga, du weißt ja, was ich höre. Ja, eben. Also ich bin sehr R&B-lastig so. Okay. Und Deutschrap auch, so Villa Joe, Reezy, so die Richtung. Ja, Mann. Naja, du musst jetzt eine rauswählen. Also zwei bleibt auf jeden Fall drin. Boah, schwer. Villa Joe ist krass. Ey, war das Nummer 1 mit House oder Techno? Und I Live. Ja, Techno halt zum Feiern gehen, so. Privat nicht. Nee, privat halt eher Deutschrap oder halt generell Rap. Bruder, hilf mir. Ja, ich sag ehrlich, 1 oder 5. Nummer 7, was hast du für eine Schuhgröße? Also, ich weiß, meine Füße sehen gerade echt groß aus, aber ich musste die Schuhe... Boah, die sehen aus wie Dingens! Schwarze Ritter von Fortnite, diese erste Season. Was hast du gemacht? Boah! Die hat Season Pass 1 geholt. Ach, wenn sie holt, ist normal, wenn ich hole, ist schlimm. Die kam vom Pferdestall kurz, Bruder, diese. Der hat noch Pferdekacke an Schuhen. Boah, dieser hatte ich damals Angst, erste Season immer, wenn der mich begegnet hat oder Bau-Session hatte, Bruder. Ich die baut bestimmt krasse 90s, Bruder. Die ist bestimmt E-Sportlerin. Was hatte die für Musikgeschmack nochmal? So Shindy und so, ne? Ja. Sag ich schon. Hat nochmal ein größer Leben, weil es Stiefel sind. Okay, also meine Schuhgröße ist 38. Die bleibt. Die hat ihre Füße sehr gut geredet gerade auch. Also deswegen. Boah, ihr habt einen ganz guten Aus. Okay, cool. Hey, safe, ich bin bei euch. Was? Aber ihr müsst jetzt einen raus. Okay, Ja, ne? Okay. Ja, okay. Dann Kandidatin Nummer 5. Du musst jetzt hervorkommen. Der hat Icon gekickt. Was? Der hat Icon gekickt. Der hat Icon gekickt? Aber warte, guck mal, was du sagst. Hey, 5 ist doch Icon gewesen. Nein, das ist 6. Das ist die mit Air Force. Oh, fuck. Warte, ganz kurz. Wer war das? Ey, mach keinen Scheiß! Hey, Cody, chill. Mach keinen Scheiß jetzt gerade, Cody. Lass die wenigstens bis Finale. Ey, die muss das Ding gewinnen. Wow. Turn back. 1, 2, 3, 4, 5. Der meinte die mit Air Force eigentlich. Okay, warte, zurück. Also, wer muss raus? Nummer 6. War das mit Icon, ne? Nee, ich war Billa Joe. Du Idiot, Alter. Was ist das? Wer war das denn mit Icon? Das war... Die will einfach die rausgeben. Was habt ihr gegen uns? Walla! Ey! Ich hab's schon eingeladen zum Event. Cody. Einhard, hast du einfach. Oha, was hast du gemacht? Krass. Und die Frauen, die in unseren Event kommen und sind dann... Cody? Einer den. Nein, soll ich das ausgeben? Tamam, ich weiß Bescheid. Ich war noch richtig. Ja. Wow, dann nehme ich alles zurück, was ich vorhin zu Nummer 5 gesagt habe. Weil ich meinte Nummer 6. Dann Kandidat Nummer 5 und jetzt. Oh! Das Mobbing! Das raus. Mobbing! Video ist vorbei. Sabotage nennt man das! Das Mobbing! Vorbei! Nein, Bro. Und dann macht er noch diese.
ich kenne die Veranstalter. Ich geht auf Veranstalter. Der schreibt mir Liste, kommt am Ende. Ey, Emre, ich hab voll viel getrunken. Dieses so. Auf Insta schreiben bis heute auch dort und so. Yeah. Da sind doch alle, die Icon hören! Wow! Hart. Das ist ein Mobbing. Ich bin hart. Sehr hart. Hart. Sehr hart. Wollen wir noch weiter gucken oder? Hart, oder lass mal gucken, wenigstens, wie die aussieht. Bro. Ja? Hallo! Na, Heiner. Was geht, alles klar? Ja. Anna! Ah. Gerne. Ich kenne die sogar. Die hat sich bei Icon sogar beworben. Als Mitarbeiterin. Mitarbeiterin. Walla Billa. Was ist das für ein Beispiel? Was ist das für ein Ding? Zufall jetzt? Walla Billa, sie hat sich beworben als Mitarbeiterin. Oh, krass. Für Management. Ich meine es ernst. Also Organisation und Planung. Ja. Und die hat sich echt beworben. Ist kein Spaß. Eine schöne Grüße an der Stelle. Dann nächste Runde. Okay. Okay. Welches Outfit sticht euch am ehesten ins Gesicht? Ja, safe. Nummer 4. Finde ich nice, ja. Stehst du auf Bauchnabel? Scheiße. Mal sieh die Rundhose, Bruder. Kilo zu gesucht einfach. Bro, das hat Stil. Was ist diese... Stil? Warte. Was sind das für diese Slender, wenn beide bei diese drei, Bruder? Bruder, Abu! Was ist das? Einfach Colin in Kleid. Aber jetzt wirklich, Jungs. Okay, jetzt wirklich. Ja, okay. Das können einfach Colin seine Beine. Okay, das können wir durchgehen lassen. Nein, Bruder, das ist hart, Bruder, ja? Das ist schon hart, Bruder. Distanzierung von Colin. Bruder, ich sag euch, Bruder. Ich sag euch, das ist ein Adam. Ich glaube auch langsam. Das ist ein Adam, Bruder. Nummer 3, auch krass. Auch sehr sexy. Mhm. Und welches findest du nicht so nice? Nummer 1. Das ist doch ein Classic. Ja, keine Ahnung. Feier ich halt nicht. Nein! Was war das? Der ist so schlabberlos. Auf Bücherei, Bruder. Warte kurz, geh mal zu. Nein, Bruder. Das ist doch ein Bubble-Team, Bruder. Das ist ein richtiger Bubble-Team-Outfit. Warte kurz, Bruder. Aber mit ekligem Geschmack. Wie findest du die Schuhe von Nummer 6? Nice, doch. Auf jeden Fall. Gefällt mir doch. Die sind halt 2 Nummern größer, aber... Ja. Welches findest du am besten? 4 und 5. Spricht mich an. Warum 5? Also ist ja einfach nur eine Legend so. Ja, wegen den Tattoos. Nee, macht Sinn. Okay, basierend darauf, ihr müsst jetzt eine Frage stellen. Als Wingman, was sagst du? Was sind eure Fetische? Ja. Ehre. Kandidat Nummer 1, was sind deine Fetische? Also ich habe jetzt keinen bestimmten Fetisch, würde ich sagen. Ich mag es halt einfach lieber, wenn der Mann der sehr dominante Part ist. Und sehr ich, dominant? Ja, so. Auch so mit Mundspucken und so? Wenn du Bock drauf hast, mach das. Okay. Demnach bin ich halt dann eher nicht so ein dominant. Aber nicht so diese Boah, Bruder, Sterne. Ja, das ist ja Kandidatin Nummer 2. Also ich habe nicht wirklich so Fetische, aber ich würde auch sagen eher das Dominantische und dass er halt weiß, was er macht einfach. Auch so neue Sachen ausprobieren finde ich gut. Ein bisschen Akzent, weil die rollt das eher so. Ja. Cute. Der Jim macht das auch immer. Macht das auch immer. Ich weiß, das ist echt cute. Kostet das ein 7? Nee, ohne Seife. Ja. Kandidatin Nummer 3. Ich habe wirklich auch gar keinen Fetisch. Ich würde einfach sagen, gegenseitiger Respekt, das ist mir wichtig. Pause? Ja. Ist das die von TikTok? Gib mal deine Hand, nein, Bruder. Auf sowas nicht, auf sowas nicht. Nein, nein, gib mir deine Hand. Also, nein, ich gebe auf Hand, auf sowas gebe ich nicht Hand. Nein, ich will was sagen, mein Bruder. Mein Hand ist mies verschwitzt gerade, deshalb. Egal, ist egal, Bruder. Das ist ein Adam. Ich glaube, das ist die von TikTok. Das ist ein Adam, meinst Bruder. Du? Wegen Stimme, ne? Ich glaube, das ist die von TikTok. Guck einfach, Bruder. Von TikTok? Auf TikTok gibt es diese, also... Ich will nichts Falsches sagen, Bruder. Ich weiß nicht, als was sie sich identifiziert. Trans... Transgender. Gender. Ja, ich glaube, das ist die von TikTok. Auf TikTok gibt's eine und die hört sich 1:1 genauso an. Frag mich jetzt nicht, warum ich die Stimme kenne. Onojan? Es ist mein Beruf, Bruder, mit TikTok. Onojan? Es ist mein Beruf, Bruder. Es ist gerade deine Freizeit. Es ist echt mein Beruf, Bruder. Das ist gerade deine Freizeit. Ich beschäftige mich viel mit TikTok. Ich analysiere sie gerne. Du bist Scout, ne? Ja, TikTok-Scout. A und A. Ja, ja, es gibt so einmal Behindertenwerkstatt und Jobcenter. Ich guck, wer wohin passt so. Aber ich glaube, das ist die von TikTok. Ey, wenn die da gleich ist, 10 Subs. Sonst, ich rede nicht mehr. Hier. Ich schließe mich den Kandidaten 1 und 2 an. Ich mag auch eher dominantere Männer. Und wenn sie eben die Führung nehmen, wenn es abwechslungsreich ist. Mhm. Kandidatin Nummer 5. Also, wenn du gerne neue Sachen ihre Haare. Bruder, diese Haare haben reingeschissen. Bumbuglatt! Rastermann! Einfach, hey, Haare. Hey, einfach Haare bis Knie fast. Aber nein, ausprobieren. Warum? Ich hab da auch mal ausprobiert. Ja, ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Die sehen aus wie du, ein Villa-Junge. Probierst, würde ich die auch gerne mit dir ausprobieren. Ich mag's auch, wenn der Mann dominant ist, aber ich habe auch kein Problem damit. Da hat jemand im Chat, mach mal groß, da hat jemand im Chat gefragt, was heißt dominant? Ja. Biggie. Sag mal, was heißt dominant? Walla, genau, mich hat der Baum. Ende. Was heißt dominant? Boah, Bruder. Erklär das in die Kamera, bitte. Soll ich mal was sagen? Nein, erklär das den Leuten nicht mehr.
Was heißt dominant? Ich weiß Walla Billa selber nicht, was das heißt. Tu nicht so, Junge! Ja, ich schwöre, dominant. Dominant. Tu nicht so jetzt. Dominieren? Ja. Was ist dominieren? Du kommst immer näher. Das ist schon eine gute Richtung. Ist es intim und so? Nein, kann man aber nicht. Kann man aber nicht. Kann auch verhältnistechnisch sein. Was macht dein Adam? Dominieren. Dominant sein. Womit aber? Okay, und was. Wie macht man das? Was macht dein Adam, damit er dominiert? Mann sein. Ja, das reicht schon mal. Was macht ein Mann sein, um Mann zu sein? Mann sein. Mann, also. Fazit ja, nee. Ende. Dominikanische Republik, Bruder. Wir sind alle dominant gerade hier, ne? Im Raum. Ja, hin und wieder. Bist du dominant? Mal ja, mal nein, mal so. Ja. Oh. Je nach Situation. Jeder. Aber ist das positiv oder negativ? Ja, sowohl als auch. Dominanz auch, dominant, kommt auf die Situation. Chat, Wallah, helfen, so viel Dominanz ist nicht gut. Was ist dominant? Was ist das? Situationsbedingt. Domino. Was für situationsbedingt? Was ist dominieren? Ich, er hat doch gerade gesagt, kennst du nicht dieses Spiel Domino? Wenn du einen umwirfst, fallen alle. Dominus Pizza, Bruder. Ja. Boah. Was damit? Ja, Dominus. Ja, aber dominant ist was? Oder kennst du Dominas? Was ist das? Kennst du Domina mit diese Lederanzug, die dich peitscht und kennst so. Du den Kölner Dom? Ah! Kennst du den Kölner Dom? Ja. Das, kennst du. Das ist, wenn du davon ein Foto machst. Aber dominant ist man, also man ist dominant, wenn man Leute peitscht. Auch. Ja, ja, das stimmt sogar, ja. Doch. Wenn du Leute peitscht, wenn du Kölner Dom chillst oder Dominikanische Republik. Oder Dominus Pizza ist. Oder alles, was mit diesem Wort Domina zu tun hat. Du peitscht Leute? Ja, oder wenn du ein Dominik heißt. Ja. Ja, der dämoniert sein ganzes Leben lang. Ja, das ist auch gut. Dominieren ist auch das gleiche Wort jetzt. Ey, Wallah, hat mich, ich hoffe, meine Mutter hat mich Dominik! Ja, Dominik! Wallah, ist Dominik! Ist Dominik der Hund? Dominik! Also, dominant ist... Aber du darfst schon an Haare ziehen. Wenn das okay ist. Dominik. Also, ich feiere es selber nicht, sag dir ehrlich. Okay, fair. Kandidatin Nummer 6. Also, ich... mag auch eher das Dominante, also sei es von meiner Seite oder seiner Seite aus. Einfach warte mal. Ich halt auch so bei eigentlich fast allem immer dabei sein. Also. Also 4 von denen lassen sich gerne dominieren und 2 von denen machen es beides. Was ist dein Fetisch? Ich habe keinen besonderen Fetisch jetzt so. Ich habe eine krasse Sache. Das finde ich voll geil, Mann, wenn man an meinen Nippeln rumspielt einfach. Meine Freunde lachen mich immer aus deswegen. Oh, es ist okay. Ist okay, Mann. Nee, ich mag es auch abwechslungsreich. Manchmal einfach so. Du warst, was? Und. Wie, du verstehst ihn. Am Nippel spielen? Was? Nein! Ist das scharf geworden, dein Nippel? Doch. Ah! Es geht hier Jungs, ihr kommt damit! Nein, Spaß! Es geht hier gerade ganz falsch Richtung. Jungs! Manchmal auch so mit Gefühl, mit Liebe, mit Kuscheln, so, weißt du? Oh, süß. Du musst jetzt aber basierend auf diesen Antworten eine rauswählen. Oder Jam. Jam muss hier rauswählen, actually. So, Jams Runde. Ich hoffe, du machst das Richtige, Bruder. Also laut Analyse haben wir hier viele mit Daddy-Issues. Das ist eine sehr knifflige Lage, in der wir uns hier befinden. Du weißt ja, wie ich finde, deswegen. Ja, deswegen muss eigentlich... Okay. Voll süß, Alter. Ja, ist auch wahr, auch wahr. So ein bisschen so cute, diese... Mit Oversize. Ja? Und so. Ja. Denk nicht nach. Mach einfach. Ihr könnt ihr euch auch die Outfits angucken. Ja. Könnt ihr euch einmal drehen? Boah, dreist! Bruder, ich würde sagen, Bruder, Onurcan, ich sag dir ehrlich, Bruder, du darfst nicht gucken, ne? Aber ich sag dir ehrlich. Sag mir, ob drei die Befürchtung ist. Bruder, ich darf gucken auf jeden Fall. Guck. Guck Emre auch! Und du auch! Emre guckt sogar auf Google. Aber ich hab, mir ist auch hier was aufgefallen, Chat. Ja, das ist ein Loch, ne? Die war mies unvorbereitet. Ja, das ist ein Loch. Die hat damit nicht gerechnet, dass sie dich umdreht. Die war damit vorher kurz im Gym noch. Boah. Die hat einfach ein Loch in Länge. Okay, guck jetzt. Das ist so schlimm. Das wäre mir so unangenehm. Jo, ihr solltet euch einfach nur einmal umdrehen, hä? Hallo, die zeigen also, alle krassen Commitments. Ihr solltet einfach nur einen 360 machen, Mädels. Nee, aber die sahen alle von hinten richtig gut aus. Krass. Ja. Hast du so drauf geguckt jetzt? Ja. Ja, eine, okay. Nummer 1, sorry. Wegen dem Outfit? Von dem, was ich gesehen habe, ist nicht meins einfach. Wegen dem Ja. Okay. Hey, Outfit doch auch, habe ich schon. Ja, okay, verstehe ich. Okay, du Kandidat Nummer 1. Du kannst jetzt hervorkommen. Hi. Oh, du siehst voll schön aus.
Oh, du riechst gut. Bisschen. Oder die Sophie macht mehr Komplimente als die Männer immer. Ja, schöne Haare, ja. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss. Ciao. Okay, jetzt geht's direkt weiter und ihr müsst noch einen rauswählen. Habt ihr noch eine Frage? Ja, Nagelcheck. Zeig mal kurz eure Hände, ja. Stark. Wow, Nummer 1 zittert so sehr. Alles gut, Schatz. Und Nummer 1, ist dir kalt? Na, sie ist nervös. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wallah, Junge, ja. Stark. Was mit dir hier? Nummer. Zeig doch trotzdem. Nein, das sieht so schön aus. Erstmal mit den Füßen hat die Ausrede gehabt, ne? Jetzt auf einmal mit den Händen. Die würde ich rauswerfen. Schaut ihr Animes? Und wenn ja, was ist euer Lieblingsanime? Oh. Gott, du stellst so viele Fragen, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Ja, du hast keine Ahnung. Du weißt nicht mal, was das hier ist, Alter. Nee. Also, ich habe schon Animes geschaut und mein Lieblingsanime ist Attack on Titan. Mhm. Kandidaten 2? Ich muss sagen, Animes schaue ich nicht so oft, aber ich liebte früher Avatar, Herr der Elemente. Das ist kein Anime, oh mein Gott. An sich ist ein Anime. Nein. Ich habe früher viel Anime geschaut, jetzt schaue ich es eher nicht so, aber ich war ja trotzdem noch Detektiv Conan und One Piece und so. Was heißt früher? Also so mit 16 aufwärts, 18 so. Wie alt ist sie? 24. Kandidatin 4, welchen Anime schaust du? Ich habe mal bei Naruto reingeschaut und ich habe Dota 2 geschaut. Kandidatin Nummer 5? Ich habe einmal Naruto angefangen, aber ich habe es nie zu Ende geguckt. Okay, die letzte hat auf jeden Fall keine Ahnung von gar nichts. Die ist ganz falsch. Die ist falsch abgebogen. Die ist auf jeden Fall ganz die wurde vor Dreh auf Straße angesprochen, wie der bei Bunker Paket, Bruder. Bruder. Willst du noch mitmachen? Wir haben jemanden rausgefallen. Erkenne den. Bruder, jetzt. Erkenne den Blender. So. Okay. Bruder, sag dir, das ist diese Ausrede, weil ich kenne das selber, ich benutze sie auch manchmal. Ich gucke kein Anime, wallah. Mhm. Und ich muss dir auch jetzt die Wahrheit sagen, ich habe noch nie Anime geguckt. Aber auch nicht Dragon Ball oder so damals. Nein! Ich war Pokémon. Nein. Ich war nur so ein Pokémon damals. Ich habe keine Kinderserien geguckt. Wallah, krass. Ich war ein, ich habe mein Leben gelebt. So. Also, der Welt habe ich mich befasst. Wie hast du denn aber gelebt? Nicht vor dem Fernsehen, Bruder. Wie hast du denn gelebt? Der hat Globus angeguckt, Bruder. Der war erforscht. Ich habe Sterne gezählt, Bruder. Bis heute zähle ich schon noch. Bruder, der hat Leben gelebt, damit er jetzt leben kann wie ein Penner, Alter. Die letzte hat auf jeden Fall gelogen. Weil, Bruder, das ist immer diese Ausrede, Bruder. Nach Ruth, ich sag dir ehrlich, ich hatte auch so meine Kennenlernphase, ne? Und die hat Anime geguckt und so, ne? Die sagt so, was guckst du für Anime? Und ich wollte Walla nicht reinscheißen, ne? Ich so, oh nein, ist okay. Ich hab sowieso, nächsten Tag hab ich mit der nicht mehr zu tun gehabt. Ich dachte so, bei Anime war schon vorbei. So. Ich so, ja, ich hab Naruto angefangen so, aber ich muss noch weiter gucken. Wer ist dein Lieblingscharakter? Ich so, ja, Naruto. Ja, was soll ich denn sagen, Mann? Witz von mir. Das ist diese Fake, Walla. Ich sag ehrlich, ich bin zwischen 4 und 5 jetzt gerade. Eigentlich ist es sehr obvious. Ja, ja. Ist schon 5 ist raus. Ist ja. Nummer 5. Du bist es. Dann Kandidatin Nummer 5, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Schwarze Ritter. Hi! Es geht. Aber eine hübsche, eine süße. Ehrlich. Hm? Ach ja. Ja, schade, dass du deine Nägel nicht gemacht hast, Mann. Egal, Insta Cody_98 und Snapchat Cody105. Ciao! Jetzt geht's in die nächste Runde. Welches Outfit findet ihr auf Anhieb am nicesten? Das habt ihr Gina Leitschek einfach hier hingeholt. Eins? Ja, ich finde eins. Zwei kann fast drüber gucken, Alter. Das ist voll hot. Aber sie hat auch hohe Schuhe an. Ja, auch. Ja. Okay. Oh, Nick! Ja, sie ist groß. Groß, ja. Das muss ich auch sagen. Safe. Du musst jetzt eine Frage stellen. Ja. Also, mir ist Humor sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen versucht mich einfach zum Lachen zu bringen, okay? Also. Boah, schwer. Walla. Ich sag jetzt wegen Outfits, Bruder. Das ist nicht mein Fall, ja. Ja, ich würde. Wenn dann, Bruder, ich finde alle schwach. Aber eins ist am. Ist okay so. Eins ist gut. So, Homie, komm, lass mal chillen kurz. So. Nein, das weiß ich. Lass mal kurz kippen und gehen. Aber wo ist Chef aus ein Date? Chef aus ein Date, Bruder. Chef aus ein Date, Bruder, und dein Date kommt so. Date nicht. Aber so diese 10., 15. Treffen kannst du so machen. Ist ein cooles. Ja! Von allen Outfits ist das Stärkste, Bruder. Nach einer Beziehung kann die so machen. Oh, also, ich bin immer noch bei der letzten bisher. Außer letzten. Die Haare, die sind zu lang. Bei der letzten? Ja, okay, Shay, ja, ist so. Ich finde, schnummelt die lang. Die letzte hat die ein bisschen was angefangen. Ja, ich finde, Tattoos ist ein bisschen diese Tankstelle, diese. Welche. Das sind auch die Stickerhefte auf Arm, Bruder. Diese, was auf, Tattoo? Auf Penny, dieser Kasten. Ja, aber der Tattoo muss echt nicht sein, das stimmt. Oder das sind Sterne, Bruder. Hier auf diese Sterne. Tattoo-Taschen mit an Kasse. Diese auf Monster und so. Ich kenne viele Witze, aber ich glaube, das sollten wir privat und nicht im Internet. Weil die sind schon echt gottlos. Sind die so schlimm? Also ich kenne auch deine Videos und ich finde schon, wir haben denselben. Das geht nicht, Bro. Fangirl? Nee. Na. Hart. Ich kenne deine Videos? Nein. Ich will vor euch. Nee, Bruder. Da, weißt du, ich finde sowas immer am unangenehmsten. Bruder, ich schwöre auf alles. Stell dir mal vor, ich stecke mir ein Auto ein, so, keine Ahnung, die kommt mich jetzt so abholen.
Mach mal Mucke an, Bruder, auf einmal läuft da Maybe oder Toto. Schau, die macht deine Musik einfach an. Schau, bevor du aber einsteigst. Mies. Schau, dann gibt die dir einfach Tipp. Weißt du, was ich meine? Hättest du da lieber so ein Adlib gemacht, so. Hättest du da mal einfach gefreestylt. So, ich sag dir ehrlich so, diese Stelle ist cool, aber diese war nicht so. Diese war nicht so. Also wir distanzieren uns in dieser Stelle. Aber Walla, wie ich hätte diese gemacht. Warte mal kurz, ich muss auf Toilette, ich werde nie mehr wieder zurückkommen. Ich hab mich nie mehr wieder gesehen. Boah. Erzähl du mal. Also du sagst, wir haben denselben Humor. Ja, safe. So feierst du die Videos auch? Ja. Das ist eine übelst schwere Aufgabe. Nee, Bruder. Oh, nee, nein, Bruder. Nie zum Lachen. Hart. Walla, das war schon, die hat mir einfach diese Uno-Reverse gegeben, Bruder. Hä? Das ist schon krass. Ey, ich hab doch extra gesagt, bei mir ist immer sehr spontan. Meine Videos sind auch spontan, weißt du? So. Gut, das können die jetzt auch alle sagen. Okay. Ich hab die Story. Einfach, keiner hat dich gefragt, Nummer 2. Oh! Oh, er war stark. Rückzug! Stark. Walla stark. Walla, diese Antwort war aber gut. Boah, ich würde bei jedem Vorhang auf mal außer bei der Gesicht verloren, ohne dass sie Gesicht gezeigt hat. Das war aber gut. Bruder, ich weiß, was ich gemacht hätte, als wäre ich die. Diese gemacht, wo ich wäre weggegangen von diese. Wow! So einfach von hinten weggegangen. Ich hätte Anfrage auf so. Video löschen geschickt. Oh mein Gott. Striken. Ja, direkt striken lassen. Ich hätte die angeklagt, wenn er mich gebotet hat. Walla, er hat aber gut gemacht. Ja, Walla, ja. Stell dich nicht ins Rampenlicht, wenn du nicht gefragt bist. Ja, mach dich leise. Walla, ja. Guck noch vor Vorhang, dann such du noch auf. Mach dich nicht wichtig, so. Er hat dich gefragt, Nummer 2. Doch, Nummer 2, wir machen es weiter. Guck mal, eine Story. Hat mit dem Video mit zu tun. Ja, aber was sollen die jetzt sagen? Sollen die jetzt einen Witz sagen? Ja, einen Witz, den sie nice findet, wo die denkt, dass ich den auch lustig finde. Ja, dann kannst du ja auch spontan einen Witz sagen. Kommt der kleine Stift zum großen Stift und dann sagt der große Stift zum kleinen Stift, wachs mal Stift. Weißt du, wegen. Das ist gut. Dann Kandidat Nummer 2. Oder. Eine Story. Genau, meine lustige Story war eigentlich nur, ich bin beim Abiball von der Bühne gefallen. Ja, das ist gut. Ja, aber Bruder, das hat ja, nichts mit dem Humor zu tun. Du bist so krass. Das ist different, girl. Anik! Du bist so anders. Was war das? Was denn? Hör mal. Was siehst du die ganze... Achso, was hast du gehört jetzt? Weil, Bruder, das hat ja, nichts mit dem Humor zu tun. Ja, auch mal, deswegen. Auch Kandidatin 3. Das ist schon cool. Das ist cool? Was für ein Witz. Dann tauchst du jetzt nicht gerade. Kann man Gesicht zensieren, Tote Huhn? Was ist das für ein Geräusch gewesen? Hättest du die Fresse gehalten, mal besser gemacht. Ich sag dir ehrlich, weißt du, was jetzt retten würde? Wenn ihm unnormal hübsch ist. Jetzt. Oder? Nee. Was laberst du, Bruder? Nein. Scheißegal, wie hübsch ist, Bruder. Wenn die einfach. Wenn die, das, was aus ihrem Mund ist, kacke ist, Bruder. Dann mach dein Mund zu. Wie stell dir mal vor, deine Traumfrau. Ah. Das, was du dir bildlich vorstellst, ja. Steht vor dir. Du machst Augen jetzt. Mach mal Augen zu. Die steht vor dir, ne? Du, weißes Hemd, alle schöne Haare schön gemacht. Du guckst sie an, die lächelt euch an. Du freust euch seit Tagen auf diesen Tag. Bollywood. Langsam Bollywood, langsam. Du riechst dich schon so vor 20 Metern. Die hat so gute Parfüm. Shah Rukh Khan kommt sogar vorbei, Bruder. Bollywood langsam. Lass Augen zu. Sogar der kommt, aber die will nur dich. Dann geht's los und dann guck dir dich an. Und macht einfach Bock auf. Stell dir mal vor, Bruder. Bruder, ich glaube aus Reflex, Bruder. Ich sag dir, stopp! Ich hätte meinen Cousin geheiratet! Sie hat durchgezogen. Ja. Also. Kandidatin 4? Auf die Schnelle würde mir jetzt auch kein Witz einfallen, aber das Video mit der Frau mit der Glatze, das fand ich sehr witzig, was du in deiner Story hattest. Okay, stark. Also ich fand das Video mit diesem... Du einfach fängst mich behindert. Naja, basierend darauf habt ihr aber super verschiedene Antworten und ihr könnt eine rauswählen. Nummer 2, das hat mich nicht überzeugt. Du musst ja noch was bringen eigentlich, ne? Ah! Hä, hey, das war nicht eine 10 von 10. War gut, hey, ich schwöre, war gut. Wingman, was sagen Sie dazu? Was? Kurz die Besprechung. Eins findest du halt ultra süß. Ja, safe. Zwei ist groß. Drei ist sehr groß. Wie groß genau? Als 78. Finde ich nice. Das ist krass. Drei hat ein Huhn nachgemacht, das war crazy. Und vier, ja. Das war cringe. Ich fand drei aber am schlimmsten. Schöne grüne Hose an. Vier hat das gesagt mit dem Video mit dem Haargummi. Ja, das war auch krass. Ja, stimmt. Boah, das ist hart gerade, sage ich dir ehrlich. Zum Glück bin ich nicht in deinen Schuhen gerade. Viel Glück. Bester Wingman auf jeden Fall. GG's. Hör auf dein Herz. Nummer 4. Kandidat Nummer 4, du kannst jetzt hervorkommen. Aber ein Hütchen hat überlebt. Dein Favorite. Hola. Ah. Ja. Okay, jetzt sehen wir. Abwarten. Madame Beetz hat jetzt sehen wir. Jetzt die Wahrheit. Oh, krasse Haare. Danke. Hallo. Einfach Ronaldinho. Sieht wirklich aus wie Emre. Wallah, einfach. Die sieht aus wie Rubinho damals, 5 Sterne. Emre ist raus. Emre Malaga-Style. Emre Malaga ist raus. Memre.
Sehr überzeugt. Ja, ich verstehe nicht, wie Danke. Man so einen Fehler machen kann. Danke, dass du da warst. Gerne. Tschüss. Ciao, ciao. Okay, Halbfinale. Wir brauchen noch eine Frage, damit wir im Finale sind. Oder wie ist das Hühnchen noch drin? Es geht gleich weiter. Sagt mir, warum ihr die Richtige für mich seid. Oh, süß. Kandidatin 1, warum bist du die Richtige für Cody? Also ich bin die Richtige für dich, weil wir auf jeden Fall gut viben könnten. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich hoffe, dass du Jam gerade hast. Oh, denselben Humor teilweise und auch denselben Humor. Und ich glaube, wir könnten viel Spaß miteinander haben. Todessüß, ja. Also Reed, ich hätte mich schon längst verliebt. Habe ich schon, ich sag ehrlich. Kandidatin 2, warum bist du die Traumfrau für Cody? Ich denke, wir passen gut von der Größe auf jeden Fall. Und ich suche jemanden, der mich gern zum Lachen bringt. Ich lach gerne. Ich will auch einfach nicht mehr so auf Dating-Apps sein. Da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Na, geh doch raus. Kandidatin 3, warum? Also, dann match doch ab. Hä? So, jemand zwingt. Aber dann match doch ab. Ich will nicht auf Dating-Apps sein. Ja, dann geh doch raus. Nur weil ich keine. Ich möchte nicht sein, aber die ist bei Blind Date, Bruder. Stark. Na, dann geh doch raus. Was machst du damit? Alle. Du bist ja sowieso ein Adam. Ja. Wir sehen das ja eh. Guck jetzt, guckst du. Ich bleib immer noch bei dieser TikTok-Dings. Weil ich ins Gym gehe und wenn du deine Glasflaschen nicht aufbekommst, kann ich sie dir aufmachen. Stark. Ja, ganz gut. Aber die haut dich dann auch. Spann mal an einmal. Okay. Stark. Also mehr als ich. Du musst dir dann fühlen. Das ist mehr als ich. Okay. Darauf basieren musst du jetzt aber eine rauswählen. Ja. Was sagst du? Alle drei cute. Ja. Boah, was denkt ihr, wer fliegt raus? Ich glaub zwei. Ich glaube, drei fliegt raus. Wen würdet ihr denn rauswählen? Biggie? Ich? Ja. Ich hätte erstmal alle Male rausgekickt. Jetzt ist meine Stelle. Alle? Jetzt wäre ich Cody. Ja, Walla, Billa. Ja, aber jetzt, du musst also, ja eine nach der anderen. Chill, Alter. Jetzt? Chill. Erstmal. Adamsen, ne? Nummer zwei, ja, ne? Ich will auch zwei rauswerfen, safe! Ich will zwei rausschmeißen, Bruder. Du? Sag das zu nix, Bruder. AKA Slenderman. Okay. Ich würde aber auch zwei, auf jeden Fall. Ach, ehrlich. Wie das aussieht, ne? In der Mitte so einfach Giraffe und dann zwei. Ah, übertreib mal, keine Giraffe. Ich mag große Frauen, das war nicht mal böse. Michael Jordan steht einfach hier. Die ist genauso groß wie ich. Das laberst du. Die kommt oben mit der Hand noch dran und kann den Vorhang richten. Nee. Ich wollte gerade ausprobieren. Extrem schwer. Wenn ich ehrlich bin, du machst halt keinen Gym. Argument ist klar. Ich fand die Antwort stark, war ein bisschen lustig so, aber ich hätte mir so eine ehrlichere Antwort erwartet, also vorgestellt, weißt du? Mhm. So ein bisschen auch süß. Mein Glas kann ich auch selber aufmachen. Okay, ein bisschen Ego gekratzt. Kandidatin Nummer 3, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Oh! Ach du Kacke. Hast du Angst vor stabile Frauen? Boah, hast gehört, Alter? Hast du Angst vor stabile Frau? Aber sie ist selbstbewusst. Ja, natürlich, ja sicher. Hi. Schon echt eine Süße, ja. Ja, wunderschön, ehrlich. Wunderschön. Dankeschön. Warum ist die zweite immer noch drin? Das ist meine. Fehlentscheidung, wa? Nein. Nee, das ist nicht mehr, halt nicht mehr deine. Ja, okay, sorry. Fehler passieren, Alter. Ja. Eben. Ja, danke, dass du da warst. Ja, dankeschön. Ciao, mach's gut. Ich weiß. Scheiße Entscheidung. Aber die anderen beiden sind auch cute. Finale. Spannend. Hast du eine Finale Wie ist Frage? Finale Frage. Wie ist die rechte noch drin? Stellt ihr eine. Krass. Uno Reward. Krass. Das hat Zabex auch gemacht. Das ist super. Ja, hab ich dir gestern gezeigt. Ah, doch, original. Ja. Der Jam mag ihn voll. Ich nehme ihn auf, er ist cool. Dann Kandidat Nummer 1, hast du eine Frage an Cody? Okay, du meintest ja, du stehst auf Füße, hast du jetzt öfters erwähnt. Bist du dann auch so einer, der Füße leckt oder eher nicht? Starke Frage. Ja. Kandidat Nummer 2. Achso, das war die Antwort. Aus Neugier, was ist dein Body-Account? Beziehungsweise wie hoch ist dein Body-Account? Was heißt Body-Account? Body-Account! Account! Body-Account. Einfach Account! Einfach dein Passwort, Bruder, was ist los, Alter? Boah, das Leben ist eine Simulation. Also Real Talk, keine Ahnung, ich schwöre. Ich habe keine Liste oder so, also nicht mehr weitergeführt. Ja, die war auch lang. Mal sehen, darauf müsst ihr jetzt aber eine rauswählen. Ja, stell mir noch eine Frage. Nein, halt, sei nicht so faul. Nee, dann musst du eine Frage noch stellen. Okay. Eine noch. Ja. Nee, ich weiß es. Ich brauche gar keine Frage mehr stellen. Ich weiß es. Sein Herz lenkt ihn. Mein Herz, ich höre einfach. Du kannst auch mal hingehen und so gucken, ob sein Herz so richtig dahin pulsiert. Kann ich einmal deine Hand halten, Nummer 1? Das sieht so aus, als hätte sie voll kalte Hände. Oh mein Gott, wie süß. Ja, das fühlt sich schon richtig an. Was hast du für eine Schuhgröße, Alter? Schon hart, Bruder. Bruder, schon hart. Der hat die nur trinken lassen, damit er die mobben kann. Ja, Bruder. Wow, Cody, stark, Bruder. Aber was hat die denn für eine Schuhgröße? Die? Was schätzt du denn? Ich kann nicht gucken, Bruder. Das ist ein Dings, Bruder.
Das sind Fleischtreter, Bruder. Bruder, die hat Schuhgröße 42 auf jeden Fall. Also Bruder, wird die am Strafraum grätschen, die wird schon am Elfmeter kriegen, Bruder. So ein Ding ist das. Junge, wenn die einen Schritt von Duisburg macht, die schon im Bochum, Bruder. Die macht so einen Schritt, die hat Snapchat-Standort zwei verschiedene Orte, Bruder. Die hat, wo ist, viermal auf ihr Fuß. Ihr Fuß hat eigene IP-Adresse. Kilometerstand, Alter. Wow. Einfach so groß wie meine Hand fast. Ne? Also Nummer 1 hat sich voll schön angefühlt und die da hat so ein bisschen gekribbelt auch. Und die 2? Deswegen. Also schon eher Nummer 1. Du, vor Anfang an fandest du sie auch am coolsten. Ja, übertrieben. Ja. Und ihr Outfit und so, ja. Stimmt. Okay, dann Kandidat Nummer 2 definitiv. Ja, jetzt können wir sehen, ob das ein Adam ist. Ja, okay, jetzt bin ich. Wolltest du nur das da? Ja. Ja, okay, okay. Oh, Adam! Das ist sie! Das ist mein Adam! Das ist sie von TikTok! Walla? Walla, das ist die! Ja, das was ist macht die denn? Keine Ahnung, Kopfnuss-Challenge oder so, Bruder, das ist die! Das ist die, nein, die geht von live zu live und macht schon an Männer ran. Echt? Ja. Das ist die, krass. Doch, das ist die, Mann! Krass, dass sie sowas will. Die hat sich an Yasser vorangemacht und der wusste nicht, dass die Dings ist. Doch, genau. Ich hab mal gesehen und da ist die aufgestanden, hatte die hier was Spitzes. Ja! Walla, die ist aufgestanden, da hat die einfach was Spitzes in der Hose. Ja. Und der Mann hat einfach Dingenschock bekommen. Der geflirtet, dann hat die es aufgestanden, dann hatte die einfach Dingen. Mit Rambo auch einmal. Weißt du das auch? Der so, was war das? Das war auf meiner For You-Page. Oh, was war das? Warum wird euch sowas auf For You-Page? Ich hab keine Ahnung. Wow. Direkt auf nicht interessiert, nie wieder kam. Alhamdulillah, Bruder. Schuf, wir gucken jetzt weiter. Mama. Abo. Was geht? Boah, Ali! Die ist so bomb. Bruder, die ist 1,92, Bruder. Der. 1,92? Bruder, die macht's. Der die macht einen Dank, ohne zu springen, Bruder! Der Mann, Biki. Lass weiter gucken! Oha, Bruder! Was denn? Bruder, wenn sie sich auf den Boden legt, die ist Dings in der Grenze Holland. Die könnte Taschenlampe in Hand nehmen, die wäre Leuchtturm, Bruder! Du willst sie in Duisburg sehen, wenn die in Berlin stehen würde! Weil ihr habt ihr Ende gebracht, Bruder. Oha! Hör auf, Bruder! Wo ist die rausgekommen, aus welchem Loch, Bruder? Dankeschön. Ja, ich versuche mich zu konzentrieren, dir in die Augen zu gucken. Ja, ja, zu aufgeregt. Ja. Ja, sorry, Alter. Halt mal ja, mal ich würde dir noch mal gerne gönnen warum, wollen. Walla, aber deswegen. Warum zieht die sich aber auch so an? Zu gönnen. Ah, nee! Nein, Bruder, das einer. What the fuck? Das ist. No, die alle. Aber ich warte! Die hat jetzt auch noch eine Latte da. So richtig ein Basie. So ein Ding. Und dann anstatt Cody darauf guckt, der guckt einfach so. Einfach so, wow. Anstatt so, wow. Guck mal, die ist ja auch richtig schockiert, ne, Bruder. Die steht ja auf Frauen. Bruder. Bruder. Hey, dein Freund kann auch schauen. Er könnte auch ein Doppelteam machen. Ich hab Angst. Trau dich. Das ist krass. Das ist ernst krass. Das ist krass. Hey, war viel Material. Aber ich bin eh nicht so der Tittentyp, Digga. Ja, hey, aber ihre Boobs sind so schön. Dankeschön. Danke, dass du da bist. Dann lern du die doch kennen, Walla, die ganze Zeit. Ja, ist weg. Bruder, selbst wenn weg ist, ich seh's noch, Bruder. Nein, ist weg da, Bruder. Ich küsse dein Herz. Okay, ah ja, stimmt. Die letzte ist noch da. Da gab's ja noch jemanden. Und das würde Nummer 1 niemals machen. Mhm. Wifi Material. Okay, bist du bereit? Sollte keiner machen. Frau? Ja, ich bin voll aufgeregt. Ja? Ja. Willst du dich hier entstellen? Ja. Wir beobachten. Ich bin so aufgeregt. Sie werden so schnell erwachsen. 3, 2, 1. Hi. Oh mein Schatz. Oh nein, meine Schuhe. Endlich. Hey, passt. Auch eine süße Ernst. Aber schon so dein Fall. Oh Mann, ihr seid so süß. Oder Jungs? Oh, ja. Ich hab Hotel. Ist das Mr. Bean im Hintergrund gewesen? Was? Ist das der Mr. Bean Sound? Oh, Tadi! Diese dann Folge zu Ende geht, da kommt immer so ein. Mit dieser. Wo Taschenlampe geht. Ja, das ist dieser Sound gewesen, achte drauf. Ich achte auf sowas. Ihr seid so süß. Wow. Ich hab Hotel hier in Köln. Das ist Mr. Bean gewesen, Mann. Wow. Nein, also für meine. Guck mal, halt ich muss sagen, Bruder. Okay, das war's, ne? Ich muss sagen, er hat eine anständige rausgesucht. Gute Antworten, Bruder. Hanik, die folgt Cody, aber Cody folgt ja nicht zurück. Das heißt, war wohl. Hast schon. Oh, wie schön hast du die gefunden? Ja. Der ist schon auf Jagd, Bruder! Was denn? Der ist schon jagen gegangen, oder? Auf Marina Schaf, Bruder! Marina Schaf habe ich auch schon geguckt. Ey, war aber ein lustiges Spiel. Ey, das war eine geile Folge. Das war eine geile Folge. Ja. Auch wirklich Respekt für die Arbeit. Aber wie gesagt, ich bleib dabei. Kandidaten, die sich auf Krampf wirklich in diese. In Mittramumlicht stellen wollen, bleibt zu Hause nicht. Aber Cody hat das gut gemacht, Bruder. Cody, guten Job.
ist ein geiles Format. Wenn ihr einen weiteren Teil wollt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt die Jungs ab, haut rein und ciao, ciao.